Schaukel auf Schaukel. Okay, und dann müsste da hinten der letzte Mond sein. Oh Gott, jetzt wird's schwierig. Nein, 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 das war klar. Es war sowas von klar, dass ich hier failen werde. Okay. Wenigstens haben wir den ersten Mond schon. So, und zack hoch. Und rüber. Perfekt. Dann gehen wir da rüber. So, zack, dich bringen wir um. Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, ich bin noch lebend. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Okay, und her damit. Perfekt. Auf Riesenschaukeln. Und durch. So, dann fehlen jetzt nur noch drei Monde, soweit ich das richtig gesehen habe. Ne, Moment. Jetzt. Ja, da, da und da. Okay. Da kommen wir auch gleich hierher. Weil den einen Mond sichte ich schon. Schon die ganze Zeit. Und die Frage ist, wie wir da rankommen an dem Mond da oben. Das müsste jetzt alles möglich sein eigentlich. So. Der Mond ist euch nur ganz weit oben. Muss und soll auf jeden Fall erreichbar sein. Frage ich mich aber gerade echt, wie zum Teufel ist der erreichbar? Komm schon. Er ist etwas weit oben. Vielleicht brauchen wir euch was, ich weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall gibt es da noch einen Mond, der ewige Hügel. Und da hinten das kleine UFO noch. Und das kriegen wir sicher nicht. Ja, hier euch nur. Ne, da nicht. Aber da. Ne, da auch nicht. Oder? Doch da, doch da, doch da. Bam. Seit ich die Klippe versteckt. So, dann versuchen wir dieses komische UFO nochmal zu fangen. Dann hätten wir auch diesen Mond noch. Und ein paar normale Monde muss es ja auch noch geben. Gehen wir aber vorher mal in den Hochzeitssaal. Ah, hier ist noch was mit Hinweiskunst, okay. Okay, gut. Schnuffel. In dem Einland. Sehr schön. Gibt es hier noch irgendwas? Münzen. Münzen, Münzen, Münzen gibt es hier nur. Ansonsten gibt es hier nichts. Okay. Gut zu wissen. Ne, hier gibt es nichts mehr. Gut, hier, was sagt der? Okay. Gut, also. Wenn ich mir jetzt mal kurz auf der Karte umschaue, beziehungsweise auf der Liste umschaue, dann fehlt da noch ein Mond, da noch ein Mond, da noch ein Mond. Also es fehlen noch 5 normale Monde. Und der Rest ist hier...
der Block. Sind noch Blockmonde. Gut. Jetzt hab ich hab dich doch, Mann. Och, Mann. Der kommt aber übelst schnell wieder zurück, ne? Ich habe dich doch gehabt, Alter. Er setzt sich auch übelst schnell wieder hin, ne? Jetzt habe ich dich, ich hab dich, Mann. Der ist wieder da. Jetzt, ich hab dich doch, Mann. Ach nee, Alter. Sag bloß. Ach, jetzt verschwindet er gar nicht, oder was? Ja, sag mal. Der verschwindet da hinten gar nicht mehr. Wahrscheinlich, Alter. Gut, noch ein neues. So. Und zack. Weiter geht's. So. Anlauf. Und jetzt Cappy werfen. Verdammt. Ist das nichts geworden? Muss man wegschauen oder was? Ja, man muss glaube ich wegschauen. Ich habe ihn doch gehabt, Alter. Ich hatte ihn, Alter. Nee, ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht, aber warum auch immer. Nee, irgendwas blockiert ist. Auf jeden Fall kriege ich den nicht. Ja. Wie kann der da wegfliegen so schnell? Ich meine, ich komme mit Long Jump an. Ja, ich... Hallo? Oh, ich soll mich nicht aufregen. Wie zum Teufel schafft er das? Ich krieg den nicht. Nö, der haut ab. Der haut ab. Ich... Junge. Ich hatte ihn doch eigentlich schon die ganze Zeit mal. Hä? Der war doch dran. Die wollen mich jetzt richtig verarschen. Cappy war an dem Teil dran. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie man diesen Vogel kriegen soll. Weil dieses UFO. Es ist so scheiße wie der Schmetterling. Also soll auch der Schmetterling darstellen, aber. Wie kriege ich den? Auf so eine schnelle Art und Weise.
ich krieg die Krise bei dem. Könnte ich dich eigentlich wieder zu benutzen? Das fliegt auch nur weg. Es geht nicht. Wie soll ich das schaffen? Genauso wie der andere Mond da. Oh, Alter, ich blende euch mal ein, wenn ich es geschafft habe. Komm ja auch nicht zu weit näher, sonst fliegt er auch weg. Jetzt habe ich ihn. Wir müssen Cappy frühzeitig werfen, dass er schafft. Geheimnisvolles Flugobjekt. Okay. So. Jetzt fehlen uns noch 5 reguläre Monde eigentlich. Die könnten wir mit Hilfe von Schnaggetchen erfahren. Er hat den einen Mond, aber ich weiß nicht, wie ich an den rankomme. Gut, dann gehen wir erstmal zu Schnaggetchen. Hierher. Die Leute sind benötigen noch 43 Monde, wahrscheinlich. Wahrscheinlich 43 Monde. Vielleicht weiß der Schnaggetchen was, wie man an die anderen Monde kommt. So. Mit Frosch hüpfen hoch hinaus. Oh ja, okay. Mit Mondland kurz gefunden, ja, okay, das ist klar. Und sonst? Klarer Fall für Dr. Mario. Okay, das klingt komisch. Klarer Fall für Dr. Mario, wieso? Hä? Klarer Fall für Dr. Mario. Nee, kann mir den Tipp nicht anfangen. Okay, egal. Wir holen uns jetzt einfach den Frosch. Und ich sag, wir holen uns den Frosch. Wir müssen mit ihnen schnellstmöglich darüber. Ach ja. So. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Schafft es überhaupt da hoch? Ja, so wie es aussieht schon. Okay, gut. Oh, jetzt hatte ich Angst, dass ich darunter fliege. So, nur noch darüber, dann haben wir's. Ich kann auch den Mond jetzt schon erreichen, aber... Nee, wird nicht. Da haben wir's. Mit Frosch hüpfen hoch hinaus. Aber klarer Fall für Dr. Mario weiß ich nicht. Gibt es irgendjemanden, den wir noch nicht hatten? Mit dem wir noch nicht gesprochen haben? Ja, da ist nur das Kaskadenland. Das Tic-Tac-Turnier auf jeden Fall. Ja,
Hier gibt es eigentlich keinen mehr, mit dem wir noch nicht gesprochen haben. Bam. Down. Ja gut, ansonsten... Boah, war das knapp. Ansonsten würde ich die erst jetzt im nächsten Part wirklich suchen. Ich nehme jetzt über 2 Stunden auf. Weiß nicht, wie das nun ankommt, weil ich nicht weiß, wie ich das zusammenschneiden kann. Und auf jeden Fall war es das damit erste Mal. Das ist wahrscheinlich für diesen Part. Wir sehen uns ja erst im nächsten Part wieder. Ach Moment, stopp, Captain Todd haben wir noch. Du hast Bowser besiegen. Ja, das gelingt dir ja eigentlich immer, aber trotzdem gute Arbeit. Ach, ich bin dabei auch nicht untätig gewesen. Ich habe einen Paumon für dich aufgetrieben. Danke, Captain Toad. Ja, das wollte ich auch sagen. Gibt es hier irgendjemanden, denen es nicht gut geht? Dir vielleicht. Oder dir hier. Ich habe merkwürdig vom Mond hinabzuschauen, anstatt umzukehren. Jawohl. Nee, der sagt nur das, oder? Ja. Na gut, wo die nächsten Monde sind, das wird mir im späteren Verlauf raus. Oder das im nächsten Part dann erst. Ich weiß nicht, wie ich die Parts jetzt zusammengeschnitten habe, weil alles durcheinander ist. Das wird jetzt wahrscheinlich nur einmal gewesen sein. Ansonsten habe ich die nächsten Parts wieder im Griff. Das Einzige, was ich mache, ist, gebe noch hier alles aus. Umziehen. Ja. Okay, umziehen. So, hören wir uns noch das. So, das hören wir uns auch noch. Und die Mundlampe ist unser letztes, was wir kaufen. Ich würde sagen, das war's. Zum Abschluss hole ich mir jetzt noch 10 Munde. Zum Abschluss hier. Und ja, bis der Ausverkauf steht, wird es wahrscheinlich nicht mehr das gehen. So. Gibt es noch mehr oder was das? Es gibt noch mehr. Wie viele Munden gibt es davon bitte? So, wir kriegen übelst viele Munde. Es gibt noch mehr Munde. Kriegen wir die 100 damit voll oder was? Ich meine, 60 haben wir ja schon. Wie viel haben wir jetzt von denen überhaupt? Ach, es fehlen noch 4er. Ja, gut. Ja, das ist klar. Das weiß ich noch nicht. Es gibt 41 Monde. Das heißt, ich glaube, es gibt 50 Monde hier. Nee, es gibt wieder eine 10. Oh. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Nee, wir sehen uns im nächsten Part. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.